Indonesien ist nicht nur ein schönes Land, es ist auch im Hochschulbereich ein Partnerland mit Zukunft. Ja, warum Indonesien? Indonesien ist eine aufstrebende Wirtschaft. Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 viertgrößte Wirtschaftsmacht weltweit zu sein. Es ist eine Demokratie, es hat eine junge Bevölkerung und ein ständig steigendes Bildungsniveau, abzulesen an der Immatrikulationsquote von 36% im Moment. Und nicht zu vergessen, über 5000 indonesische Studierende studieren an deutschen Hochschulen. Und hier im Land, in Indonesien, verfügen wir über 30.000 Deutschland-Alumni, Personen, die in Deutschland studiert haben. Viele sind heute an Hochschulen in Indonesien tätig. Die indonesische Regierung hat sich große Ziele gesetzt. Und diese Ziele liegen vor allem im Bereich der Bildung. Aufbau von Humankapital heißt das große Schlagwort der derzeitigen Regierungsperiode. Und natürlich haben Schulen und Universitäten hier eine ganz besondere Stellung. Es wurden große Reformen angegangen. Die Hochschulen sollen mehr Autonomie bekommen, sie sollen mehr Freiheit bei der Gestaltung der Lehrpläne erhalten und das Studium soll berufsbezogener werden, um den Absolventen sichere Arbeitsplätze zu bieten. In diesem Zusammenhang werden internationale Kooperationen gezielt gefördert, denn man erwartet sich von den ausländischen Partnern nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Qualität der neuen Studiengänge. Indonesien hat das dreigliedrige Studiensystem mit Bachelor, Master und PhD. Es gibt ungefähr 4.700 Hochschulen, davon 400 staatlich und 4.300 privat. Die führenden Hochschulen sind allerdings überwiegend staatlich. Es gibt einige gute private Hochschulen. Die guten Hochschulen erkennt man an der Akkreditierungsstufe. A ist die beste Akkreditierungsstufe. Auch von diesen Hochschulen kann man annehmen, dass sie auch an Forschungskooperationen interessiert sind. Wichtig bei der Kooperation wird zunehmend auch das Thema Praxisbezug und Zusammenarbeit mit der Industrie. Wichtig bei der Kontaktaufnahme ist es, die Hierarchieebenen einzubeziehen, also die Dekanate sollten auch mit angesprochen werden. Man kann davon ausgehen, dass man auf Englisch problemlos kommunizieren kann, zumindest an den großen Universitäten. In den Regionen kann es etwas anders aussehen. Man sollte auch interkulturelle Aspekte beachten. Deutsche sind oft sehr direkt. Indonesier drücken Sachverhalte oft sehr indirekt aus. Und was man auch beachten sollte, Indonesier sind technikaffin. Webex, Skype, WhatsApp und so weiter sind sehr beliebt und werden manchmal auch dem E-Mail-Kontakt vorgezogen. Im Marketing spielen natürlich Bildungsmessen und Infoveranstaltungen eine wichtige Rolle. Aber da Indonesier auch sehr stark im Internet unterwegs sind, spielen auch virtuelle Formate eine zunehmende und eine besonders wichtige Rolle. Die Social Media, Instagram vor allem, Facebook und Twitter sind sehr wichtig. Und wir führen hier sehr erfolgreich Online-Seminare durch. Wir können solche Seminare auch zusammen mit deutschen Hochschulen veranstalten. Man sollte bei den Veranstaltungen unbedingt auch Testimonials nutzen, das heißt also indonesische Absolventen, die vielleicht an ihrer Hochschule studiert haben. Wichtig ist auch, dass man bei Veranstaltungen auch die Eltern anspricht. Unser Team an der DAAD Außenstelle Jakarta wünscht Ihnen viel Erfolg und berät Sie gerne weiter.